Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Leider schon wieder ein bisschen verspätet. Es tut mir echt leid, aber ich habe zurzeit echt Probleme mit meinem Aufnahmegerät. Ich habe die Folge hier schon mal aufgenommen und dann hat es irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich den Sound wieder nicht zum Laufen gekriegt und irgendwas. Ich muss mal alles wieder mal platt machen. Ab und zu muss man einfach alles plätten, alles neu aufsetzen. Es ist nur immer echt gefährlich. Ich muss alle Specials, die jetzt in Arbeit sind, fertig machen und keine neuen anfangen, weil sonst geht was verloren. Es geht immer irgendwas verloren. Deswegen mache ich das ungern. Aber mittlerweile haben sich zu viele kleine Bugs und ne, Spirenzchen eingeschlichen. Das macht keinen Spaß mehr. Aber jetzt, glaube ich, funktioniert alles. Und deswegen machen wir weiter. Ich musste jetzt nochmal an die Stelle hier spielen, aber alle Schemata haben wir jetzt. Und jetzt reden wir hier mit unserem ophirischen Kaufmann. Nachdem ich mich kurz nochmal räuspern muss. Und sagen mal hallo. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Hier sind die Schemata. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken, wirklich. Ach ja. Wie vereinbart, fertige ich... Das hatten wir ja schon, ne? Da sind wir wieder beim barbarischen Land und bei den Bezügen zur echten Welt und dem christlichen Kreuzzügen und so weiter. Wobei ich da beim letzten Mal gesagt habe, dass die Kreuzzüge so ziemlich allein verantwortlich wären für den Untergang, also den technologischen Untergang der östlichen Welt von uns aus gesehen oder so. Aber das stimmt nicht ganz. Da kann man im Grunde eine aktuelle Lektion draus lernen, weil im Grunde ging es nämlich schon los mit einer antiwissenschaftlichen Bewegung, die sich breit gemacht hat und die im Grunde diese für ein paar Jahrhunderte vielleicht oder so recht fortschrittliche Gesellschaft dann ausgebremst hat, Stillstand ausgelöst hat. Und dann kamen auch noch die Kreuzzüge und dann war es vorbei. Aber ja, genau. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn die Kreuzzüge nicht gewesen wären und vor allem nicht diese antiwissenschaftliche, religiös motivierte Bewegung sich da irgendwie im arabischen Raum ausgebreitet hätte, die Weltgeschichte wäre definitiv fundamental anders verlaufen. Ich meine, ich bin kein Historiker, keine Ahnung, vielleicht überbewerte ich das, aber wahrscheinlich wäre dann schon irgendwann im späten Mittelalter die Industrialisierung im arabischen Raum irgendwie losgegangen oder so. Wäre schon krass gewesen. Naja, also, Witcher-Welt lernt aus unseren Fehlern. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Sehr schön, okay. Sind die Duplikate der Schemata fertig? Ja, sie gehören dir. Genau wie mein Dank. Danke und lebe wohl. Brauche ich nur noch einen fähigen Schmied, der mir das schmieden kann, ne? Irgendwie ist es komisch, das ist mir vorher schon aufgefallen. Weil der steht immer hier und ich rede ihn an, aber während des Gespräches werden wir scheinbar hier an die Stelle teleportiert. Und er muss dann wieder zurückgehen. Dich wiederzusehen ist mir jetzt eine Jetzt scheint er aber da zu stehen, wo er ist, ne? Es war vielleicht jetzt über der Christ. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will mir mal deine Waren ansehen. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? So, schauen wir mal. Ich verkaufe jetzt nämlich ein bisschen Schnickschnack hier. Oh, der hat aber nicht viel Kohle. Ja, nee, das war's schon. Mit Schnickschnack verkaufen. Schade, schade. Na dann. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gel... So, jetzt wäre ein Schmied recht. Jetzt wäre ein Schmied... Ich weiß echt nicht mehr... Wer, wie, wo, was mir das schmieden könnte. Ups, ich hab gerade hier was. Ah, okay. Ah, warte mal, das ist gut. Sorry, ich bin gerade bei den Einstellungen von meinem Aufnahmeprogramm. Ich habe gerade was gefunden, das ist hilfreich. Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt noch alles. So, jetzt passt auf. Ein Schmied. Kann das jetzt, brauche ich da wieder einen Meister-Superschmied oder kann das jeder x-beliebige Rüstungsschmied? Hier müssten wir doch einen Rüstungsschmied schon mal irgendwo finden, oder?
Ein Waffelschmied. Ist gut, aber ich glaube schon, ich brauche eher einen speziellen... Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Crafting-System in Witcher, fällt mir jetzt erst auf, nie so weit auseinandergesetzt, dass ich auch nur ansatzweise Ahnung hätte, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Ah ja, Tisch des Rüstung. Ach so, nee, das ist aber nur... Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt echt nicht sicher. Weil so ein Tisch des Rüstungsschmieds ist nur so ein kurzzeitiger Bonus für mich. Das will ich nicht. Ich will einen echten Rüstungsschmied. Aber hier ist nur ein Waffenschmied und ich weiß nicht... Hey, ich google das mal kurz im Hintergrund, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Witcher 3 Schmied Rüstung oder so. Oh, Moment. Warte mal. Witcher 3 Rüstungsschmied Meister. Das ist gut. Meisterschmied für Rüstungen. Wo finden Sie ihn? Ganz genau. Recht früh im Spiel auf Burg Krenfeld in Welen. Die Rüstungsschmiedin Joanna. Aber irgendwie, ach komm, sag mir doch einfach, wo ich hin muss. Das ist ein ewig langer Text, bla bla bla. Okay, jetzt passt auf. In Welen. In so einem kleinen Inseldorf. Hier, da müsste es sein. Tisch des... Ah, Rüstungsschmied. Ah ja, okay, gut. Dann reisen wir da mal hin. Ach so, genau, stimmt. Das geht ja nicht. Kravuzi. Krehenfeld. Jetzt habe ich es wieder aus den Augen verloren, da ist es. Okay, dann reisen wir da mal hin und gucken uns das mal an. Finde ich gut. Ach ja. Ach, hier? Ist das nicht die Burg des roten Ballons? Ich glaube schon, ne? Hey, hat er gesagt. So, jetzt muss ich aber mal auf die Karte gucken. Weil da oben irgendwo, okay. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Was ist jetzt gleich nochmal seine Story gewesen vom Baron und seiner Frau? Ah ja, die habe ich ja irgendwie aus den Sümpfen gerettet quasi. Und er ist jetzt mit ihr, weil sie irgendwie total senil ist, in ferne Länder gereist zu irgendeinem Heiler. Oder sowas in der Art, ne? Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, aber, was ist mit der Tochter? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie viel Verbindung verloren. Shit, jetzt können wir leider Witcher Online Multiplayer Battle Royale Modus nicht spielen. Schade. Hätte ich jetzt gerne noch gemacht heute, aber naja. Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Beste Qualität. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie.
Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Schon wieder WLAN verloren. Seltsam. Hey, wartet mal ganz kurz. Vielleicht schneide ich das nachher raus. Wahrscheinlich vergesse ich es wieder. Aber ich muss echt mal gucken, weil die Katzen gerade sehr komische Geräusche machen. Ach so, passt schon. Okay, geht schon weiter. Das waren gar nicht die Katzen. Die Merlin hat gestern Abend scheinbar die Waschmaschine noch programmiert, damit die jetzt losgeht. Das hat mich gerade verwirrt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Alltagsprobleme hier. Genau. Was haben die jetzt gesagt? Ich habe es nicht gehört. Wartet mal, ich muss noch mal ganz kurz... Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmied... Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Nordseite der Insel Skellige. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das... Das machen wir. Das hätten wir schon lange machen sollen, glaube ich. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Als Vorbereitung. Ich weiß, wir wollen alle darunter. Ich freue mich wirklich schon drauf. Aber gleichzeitig bin ich so ein bisschen so... Ah, nix überstürzen jetzt. Eins nach dem anderen, ne? Deswegen... Nix überstürzen. Ich war da sogar schon. Mensch. Ah, ja genau. Warum will ich denn die ganze Zeit? Wisst ihr warum? Assassin's Creed Valhalla. Das spiele ich privat zurzeit ganz viel. Und das hat mir jetzt eben ganz viel Steuerungsdinger und Spielmechaniken und so eingeimpft, die Witcher gar nicht hat. Valhalla, ey. Sag mal, das ist ein bisschen nervig mit der WLAN-Verbindung heute. Es geht heute alles schief, Leute. Alles geht hier schief bei mir. Es ist der Wahnsinn. Ich würde so gerne würde ich mich einfach hinsetzen können und in Ruhe aufnehmen und fertig. Aber das kann ich leider vergessen. Alles eskaliert hier. Schon mal Baumrinde gegessen, hat er gesagt. Ich glaube, Aspirin wird zumindest aus einer Baumrinde gewonnen. Insofern... Nein. Bisschen. Zu semi. Aber sonst glaube ich nicht. Aber ich glaube wirklich, dass man Baumrinde theoretisch essen kann, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob jede und so. Ich kenne das nur aus Filmen, dass man zu Zeiten von Hungersnot oder so Baumrinde kocht. Aber ich weiß nicht, ob das nur nicht giftig ist und den Magen füllt oder ob das wirklich auch, also tatsächlich ein Nahrungsmittel im weiteren Sinne ist. Baumrinde. Ich meine, Rehe essen es auch. Also so schlimm kann es nicht sein.
heißt halt nicht. Ich meine, im Endeffekt heißt es nichts, aber wenn andere Tiere das essen, dann ist es wahrscheinlich oder oft zumindest wenigstens nicht giftig für einen selbst. Da gibt es schon Überschneidungen, aber es ist kein Garant. Aber ob es Nährwert hat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. What the... Ich habe nämlich gerade überlegt, ob das die Quest mit diesem Schatten war. Mit diesem seltsamen, übernatürlichen Schattenwesen. Aber das hier habe ich jetzt nicht erwartet. Die Struktur des Hauses ist die gleiche. Aber was zur Hölle wäre denn hier passiert? Und das Haus ist auch so zerstört und alle sind... Also irgendwie... Warum wird Geralt hier drin so langsam? Ich will ja eigentlich schnell wieder raus. Das ist mir ein bisschen zu creepy hier. Außerdem müssen wir wahrscheinlich eh woanders hin. Ich befürchte, wir müssen hier rein. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Dann hat hier einfach nur ein Eistroll gewohnt. Anscheinend. Deswegen das Futterlager im Haus vielleicht auch. Ah, guck mal. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Ja, dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Schmiedewerkzeug für Joanna. Und jetzt stellt sich dann eben wahrscheinlich raus, dass sie die echte Meisterschmiedin ist und nicht der arrogante Zwerg, der in Wirklichkeit ein Doofbatz ist. Dass ich die Quest noch nie, es ist so lange her, dadurch, dass ich das Let's Play im Grunde, ne, das ist jetzt so alt wie der Kanal selbst. Nicht ganz, aber bestimmt 3-4 Jahre oder so. Krass. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber dass ich da nie mit denen geredet habe, da fragt man sich, welche Quests noch irgendwo bei irgendwelchen Händlern, mit denen ich vielleicht nie geredet habe, verborgen sind. Weil ich mir dachte so, oh, nö, brauche ich eh nicht hier jetzt handeln, keine Ahnung. Und dann plötzlich kriegt man irgendeine coole Nebenquest nicht. Also, ich meine, cool war die jetzt nicht unbedingt bis jetzt. Ich gehe irgendwo hin, hau einen Troll, nimm verschnörkeltes Werkzeug, hab lange Laufwege. Eine gute Quest sieht anders aus. Aber gut. Machen wir wieder eine Doppelfolge heute für die verpasste gestern. Auch wenn alles drunter und drüber geht. Also gut, gib mir die Münze im Kopf. Wir müssen den Stand auszahlen. Wir gehen. Matsch, matsch, matsch. Matsch, matsch, matsch. Matsch, 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 matsch. Mit wem rede ich jetzt von euch? Ich rede mal mit Joanna. Was kann ich für dich tun? Die Frage ist, was kann ich für dich tun? Du hast einen interessanten Akzent. Der ist wohl in der deutschen Synchro aber leider verloren gegangen. Leb wohl. Na gut, dann reden wir doch mit Zwergmensch hier. Wie kann ich helfen? Die Frage ist, wie kann ich helfen? Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, wie steht dein Pferd? Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Woher hast du es? Es war nicht einfach.
Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie später, aber jetzt brauche ich die Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Ihr seid draußen? Wie weit nach draußen wollt ihr noch gehen? Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Schauen Sie. Ich meine, wenn das wenigstens der Deal von den beiden wäre und beide wüssten das. Ich meine, ne, trotzdem abgefuckter Scheiß, aber dann könnten die wenigstens sagen, hey, du bist das Aushängeschild und ich mache die Arbeit im Hintergrund. Dann ist es ja quasi im Grunde fair. Weil dann, aber scheinbar glaubt er, hält sich der Zwerg halt selber für einen Meister. Und wenn das stimmt, was sie sagt und das wirklich so extrem ist, dann ist das natürlich sehr frustrierend. Deswegen sag ich jetzt. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfeld einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich 2 Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Ich wusste, dass die Sache noch einen Haken hat. Das wäre zu leicht gewesen. Besorg die Säuredrüse eines Greifen. Aber warte mal, jetzt gibt es hier wirklich auch den Auftrag. Anscheinend. Greif im Hochland. Lies dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen und eure Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie Unwesen, vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, deinen Greif entgegenzutreten, der halte sich fern. Ich dachte schon, jetzt kommt der Halte die Fresse. Der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr jämmerliches Leben beenden können. Was für eine seltsame Nachricht. Das ist wirklich so. Was ist denn da? Wer hat denn das geschrieben? Er hat wirklich einfach so geschrieben, was ihm gerade so durch den Kopf geht.
Das ist schon lustig. Hier, ich habe hier einen Auftrag für einen Greif. Den sollte man umbringen. Aber wer ihn nicht umbringen will, sollte nicht hingehen. Weil das ist gefährlich. Ja gut, außer man will sterben. Dann kann man schon hingehen. Und das so in, ne, wunderbar, der Text. So, da, da. Geralt, geht's dir gut? Alles klar? Gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Da könnte ich jetzt schnell nach Heideldorf da oben. Ist zwar nur eine kleine Schnellreise, aber gut. Der Erzgreif. Du hast aber einen schönen Anblick. Ich brauche euch alles, wenn ihr sie in Ruhe lasst. Du kommst mir bekannt. Was ist denn da hinten los? Wo ist das Gold? Entweder du sagst es uns, oder... Nein, bitte. Wir haben nichts mehr. Herr, hilf uns. Halt du dich da raus. Wie viele Quests habe ich denn hier eigentlich übersehen? Lasst sie in Ruhe. Zwei. Was soll das? Ich werde nicht einfach zusehen, wie ihr sie ausraubt und ermordet. Nicht mit mir. Da ist aber jemand empfindlich. Sieh weg, Weib. Immer noch da? Verdammt, schnappt ihn. Scheiße! Alle zusammen! Du bist halt irgendwie Level 8. Ich glaube, du kannst mich eine Viertelstunde mit deinem Schwertchen hauen. Ich find's lustig, dass Geralt nicht mal eine Waffe gezogen hat, was gar nicht notwendig wäre. Aber gut, jetzt haben wir mal sein Schild kaputt. Danke, Herr. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Danke. Sie hätten uns wie Schweine abgeschlachtet. Jo, kein Problem. Der nette Witcher, der nette Hexer aus der Nachbarschaft. Sie sind verkrimmt worden wie Novigrader. No. Geralt ist schon eigentlich kein... Also zumindest, was man so hört von Hexern in der Welt, ne? Ist Geralt nicht gerade ein Hexer. Aber das sind alles nur Vorurteile bestimmt und Gerüchte. Ich meine, offensichtlich. Es gibt bestimmt total eigennützige und egozentrische Hexer da draußen. Natürlich reine Auftragskiller. Nur fürs Geschäft. Klar. Ich meine, man muss schon sagen, Geralt kann sich's halt leisten, ne? Der ist halt der Beste. Für den sind das erstens keine großen Gefahren, so kleine Monster. Und zweitens hat der halt die Kohle, weil er halt easy peasy mal die dicken Aufträge macht, an die sich andere Hexer vielleicht gar nicht so rantrauen. Und insofern ist das dann auch kein Problem. Dann kann man auch mal wohltätig handeln. Wenn man so von der Hand in den Mund lebt und jeder Auftrag der letzte sein könnte und man wirklich nur immer auf der Suche nach... Ja, es wäre cool, wenn du mal absteigen würdest. Dann ist man halt in einer ganz anderen Position, wenn man sich nicht so aussuchen kann wie Geralt hier. Ja, reite lieber. Der hat es noch gar nicht gemerkt, dass seine zwei Freundinnen schon irgendwie ziemlich tot sind. Aber Geralt hat die am Geruch nur als Banditen eine Hand übrig. Identifiziert. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Der sieht die da reiten und weiß sofort, aha, Banditen. Und bringt die einfach mal um. Hoffentlich ist nicht irgendwo Karneval und es haben sich Leute verkleidet als Banditen. Das wäre jetzt doof. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ach was. Dass mal nicht ein Erzgreif ist. Geralt. Das Ziel müssen wir aber noch üben, oder? Ja.
muss dahin schießen, wo er sein wird. Und nicht dahin, wo er ist. What? Das war leicht. So. Drüse und Trophäe. Das ist sogar wirklich ein Trophäenboss quasi. Also ein legendäres Trophäenwesen. Ne? So nennen wir das. Plätze, wo kommst du denn her? Hallöchen. Beweg dich. Das ist ja eine Überraschung. Plötzlich Plötze. Das ist immer noch das beste Feature im ganzen Spiel. Wenn plötzlich Plötze da auftaucht. Plötze ist toll. Plötze ist toll. Ich bin kein Fan davon, wirklich nicht, wenn Namen übersetzt werden. Aber das Buch, ne, ich weiß gar nicht, wann das geschrieben wurde, aber früher hat man halt, da war man als Übersetzer noch frei von Zwängen und Normen. Da konnte man noch übersetzen, was man wollte. Teilweise auch nur haben die Werke auch davon profitiert, wenn es gute Übersetzer waren, gute Autoren bei den Übersetzern. Manchmal, naja, aber das Plötze heißt, ist einfach gut. Roach. Nee. Roach ist bei weitem, allein vom Wortklang her, kein so guter Name wie Plötze. Plötze ist perfekt. Jedes Pferd sollte Plötze heißen. Halten, was? Hä? Hilfe. Ach ja, ich bin ja gespannt. Meine Prognose war ja immer, dass Cyberpunk 2077 das letzte gute CD Red Projekt Spiel wird, weil ich dachte, die Auswirkungen von Crunch und Burnout und Arbeiter, also Programmierer und Entwickler ausbrennen und kaputt machen mit der Arbeit, die merkt man erst im nächsten Spiel, dachte ich. Aber tatsächlich hat sich das in der Release-Version von Cyberpunk schon so sehr abgezeichnet, dass eventuell ist das nämlich gut. Eventuell kriegt Cyberpunk, CD Projekt Red Dingens, CD Red, nee, Project Red stimmt schon, ne? Vielleicht kriegen sie jetzt doch nochmal die Kurve. Ich habe Hoffnung. Also der Release von Cyberpunk 2020 hat mir wieder Hoffnung gemacht, dass die vielleicht nicht verloren sind. Auch wenn das für manche jetzt erstmal paradox klingen mag. Aber im Umkehrschluss hat sich der Shitstorm quasi jetzt schon zu früh gezeigt, dass hier vielleicht tatsächlich nochmal ein Wandel stattfindet. Könnte sein. Die haben jetzt auch ihren Angestellten einen riesigen Bonus allen ausgezahlt. Also riesig weiß ich nicht. Aber den höchstmöglichen im Vorfeld vereinbarten Bonus haben die quasi bekommen, obwohl die Anforderungen dafür gar nicht erfüllt wurden und so Sachen. Ich meine, das sind Tropfen auf einem heißen Stein, aber vielleicht verändert sich die Firmenkultur dadurch jetzt einfach. Und vielleicht wird ein potenzielles Witcher 4 oder was auch immer die als nächstes planen, doch noch gut jetzt. Weil Cyberpunk ist ein super Spiel. Es ist halt nur nicht fertig. Und eventuell jetzt, ne, mit diesem... Ich finde es halt echt schade. Ich finde es halt schade, dass dieser große Shitstorm nicht durch die Arbeitsbedingungen, die man von Angestellten mitbekommen hat, nach und nach immer wieder durch Journalisten, die der Berufsbezeichnung Journalist würdig sind, wurden ja Sachen aufgedeckt, da stehen einem die Haare zu Berge, wie da mit den Entwicklern umgegangen wurde. Also, beziehungsweise was die leisten mussten, es ist unmenschlich für Cyberpunk. Und dass der Shitstorm erst verspätet kommt und dann auch noch nur, weil das Spiel halt unfertig ist. Das ärgert mich ein bisschen. Der Shitstorm hätte viel früher kommen müssen. Und zwar nicht, weil das Spiel nicht fertig ist, sondern wegen den Bedingungen, unter denen das Spiel entstanden ist. Das ist das eigentliche Problem. Aber wäre das Spiel jetzt in einem tadellosen Zustand erschienen, hätte man gesagt, ja, hier Crunch und so ist schon blöd, aber wenigstens ist das Spiel gut.
Und so gab es jetzt wenigstens wirklich einen Backlash für CD Red Project. Und deswegen, glaube ich, könnte das jetzt der Auslöser dafür sein, dass die sagen, okay, gut, wir müssen alles anders machen. Naja, wollte ich nur gesagt haben. Was machen wir jetzt gleich nochmal? Eier hier, Ameisensäure oder so ähnlich. Greifensäure. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist, Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest ja, du mir helfen? Ja, natürlich. Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Hilf mir bitte. Ich meine, offensichtlich ist der Nilfgaarde, wie man es von so nilfgaardischen Generälen erwarten würde, einfach nur ein sadistisches Arschloch. Aber warum müssen wirklich Menschen in diesen Rüstungen stecken? Ne? Ich glaube, ich habe meine Frage schon beantwortet. Aber Sinn macht das nicht wirklich. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd geschlagen zu lassen. Baron, dass du hier bist? Und jetzt stirbst du leider, mein Freund. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Der hat den aber gut weggesteckt, den Bolzen, ne? Hey, kannst du vielleicht nicht durch meinen Kopf durchschießen? Gut wäre es halt, wenn man noch zielen kann, wenn man sowas testen will, ne? Aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser.
Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Warum kann dieser General hier eigentlich einfach Sachen enteignen und neu zuweisen? Ich meine, die sind hier Besetzer. Und ne, es gibt keine aktive Regierung in dem Land hier. Die können im Grunde machen, was die wollen, weil die Waffengewalt haben. Aber ich dachte, die Burg hier ist quasi unter der Kontrolle von dem roten Ballon. So wurde es doch erklärt. Und die Nilfgaarden dulden quasi, dass der hier im Grunde das Kommando hat, weil er die unterstützt. Aber ich schätze mal, wenn die sagen, es läuft so und so, dann läuft so und so. Auch wenn offiziell der rote Ballon das Sagen hat, der ja gar nicht mehr da ist noch dazu. Aber gut, wo waren wir stehen geblieben? Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Der rote Ballon meinst du wahrscheinlich. Der blutige Baron. So ein Quatsch. Was soll denn das sein? Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich will jetzt endlich meine Rüstung. Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fast fertig. Aber etwas Zeit brauche ich noch. Ich will nichts Unfertiges und keinen Pfusch verkaufen. Na gut, alles klar. Bis später. Ja, aber warte mal. Ich will ja eigentlich... Geralt, schön dich zu sehen. Was... Ich brauche eigentlich... Es geht um eine Hexerrüstung. So, jetzt passt mal auf. Jetzt kenne ich mich nämlich gar nicht mehr aus. Assassinenhandschuhe. Waren es die? Nee, oder? Das sind nicht die Ophirischen, oder doch? Ah, hier, Ophirische Handschuhe. Die machen einen ganz ordentlichen Eindruck, muss ich sagen. Jetzt will ich mal Kurhard beim Oberkörper gucken. Der ophirische Oberkörper. Aha. Uiuiui. Hey, ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich glaube, ich lasse mir mal das ophirische Set, solange unsere Zutaten mitspielen machen. Oh, guck mal. Ich brauche da 3 gegerbte Drakonidenleder und habe genau 3. Gerade so. Kablinski, mal schauen, ob wir überhaupt noch andere Teile jetzt herstellen können. Von der ophirischen Zauberrüstung. Ich würde gern... Ups. Ich hätte gern Hosen am besten vor allem noch. Und Stiefel wären auch gut. Schauen wir mal, ob das noch geht. Ophirisch. Ja, kein Problem. Easy peasy. Ophirische Hosen. Ophirische Stiefel. Können wir etwa das Set vervollständigen? Und jetzt brauchen wir noch ophirische Handschuhe. Nice. Gut, dass ich immer so viel loote, ne? Jetzt endlich hat sich's ausgezahlt. Ah, hier könnten wir auch meine Verbesserungen, die ich habe, zusammenschmieden zu besseren Verbesserungen. Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Kostet nicht viel und ich brauche wirklich nichts außer die Verbesserungen. Na schau. Dann verbessern wir mal unsere Verbesserungen noch. Ich habe gerade beschlossen, wir machen eine Dreierfolge heute. Triple Deluxe ist doch wurscht. YOLO.
Wir machen eine 100-Stunden-Folge und dann reicht's für ein Jahr oder so. Keine Ahnung. Müsste ich mal nachrechnen. Jetzt wird es aber schon langsam doch teuer. Aber ich kann ja dem dann gleich noch ein bisschen Geld verkaufen. Was? Ein bisschen Schrott verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Damit ich Geld wiederkrieg quasi, das ich ihm jetzt hier gebe für den ganzen Zeugs. Aber ich glaube, das lohnt sich schon. Dann können wir nämlich in unseren neuen... Mein Gott, ich bin fast pleite. In unsere neuen Rüstungsteile gleich ein paar gute Runen schmieden. Ich kann gleich wieder von oben anfangen. Ich hätte unten anfangen sollen mit dem Verbessern. Jetzt kann ich nämlich wieder... Ja, ich muss mich echt nach oben, von unten nach oben durcharbeiten. Ah, ich bin pleite. Mensch, krass. Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Hoi, okay, pass auf. Erstmal auf jeden Fall alles Gelbe und Blaue und Weiße erst. Leider kommt da gar nicht so viel zusammen. Hier kann er jetzt auch alles haben. Jetzt werde ich auch ein paar legendäre Sachen verkaufen. Ja, ich habe schon vor langer Zeit in diesem Let's Play beschlossen, dass ich nicht sammeln werde. Insofern kann ich es auch verkaufen. Dann kriege ich ein paar Tausender wieder raus wenigstens. Oh, das Schwert hier ist echt gut. Verdammt, wo habe ich denn das her? Wann habe ich denn das bekommen? Aber alle anderen Schwerter könnte ich ein bisschen schweren Herzens eigentlich verkaufen, aber es ist eigentlich, ich brauche sie halt nicht. Der Sammler in mir sagt, nein, tu es nicht. Denk an den Loot, der ist gut. Aber alles andere in mir sagt, ach komm, weg damit. So, haben wir zumindest wieder ein bisschen was. Aber wenn der so viel Kohle hat, könnten wir schon mal gucken, ob wir nicht auch andere Sachen zu verkaufen haben, wie zum Beispiel uralte Plötze-Ausrüstung, die keiner mehr braucht. Kriegt man für die Trophäen eigentlich Geld? Kaum der Rede wert. Ich hätte hier noch sehr viel Sonstiges, aber das wird zum Abschließen einer Quest gebraucht. Das nicht. Der hat zu viel Kohle. Das verkaufen wir jetzt alles. Alles, was nur zum Zerlegen oder Verkaufen ist, kommt jetzt weg. Also alles, was er will. Oder sie, in dem Fall. Ah, ich hätte so viel Zutaten hier, so viel Monsterzutaten. Aber es sind eigentlich, wenn ich mir so angucke, erstaunlich wenig pro Sorte, ne? Und das Leder hier ist nichts wert. Gerade irgendwie hier so, keine Ahnung, genau Monsterhirne oder so, hätte ich ehrlich gesagt gedacht, habe ich halt einfach mal 1,8 Milliarden ungefähr gefühlt. Ist aber gar nicht so. Ah ja, hier könnte ich Handwerkzutaten herstellen, wenn ich wollte. Plunder, nö. Jetzt kommen, machen wir die letzten paar Verbesserungen, die ich machen kann, auch noch schnell. Das sind jetzt aber nur Waffenrunen, die ich hier mache, oder? Keine Rüstungsrunen, oder? Ich bin mir nicht sicher. So viel Geld! So viel Geld!
Hier könnte ich theoretisch auch, naja, Waffenreparatursets machen. Apropos Reparatur. Reparier doch bitte mal das da. Leb wohl. Leb wohl. So, jetzt ziehen wir uns mal um. Erstens nehmen wir jetzt mal das Schwert hier, das 162 mehr Schaden macht. What the... Meine Güte, ich meine, das hat von Haus aus überhaupt keine Bonuswerte, aber... Damn. Meine Güte. Da verzichte ich gern auf 28 Rüstungsdurchbohrungen, wenn ich dafür einfach fast 200 Schaden mehr mache. Bam. Na gut, und Runen können wir auch noch einsetzen. Die Waffe lädt sich beim Kampf mit Energie auf. Sobald sie rot glüht, wird die Energie bei einem starken Angriff mit einem besonders mächtigen Hieb freigesetzt. Dabei verliert der Angriff einen Teil seiner... der Angreifer, verliert einen Teil seiner Vitalität. Aber nur bei dem schweren Angriff. Naja, es ist jetzt eine ziemlich mächtige Stahlklinge, die wir hier haben. Da könnten wir jetzt gleich mal einige unserer superstarken 5% Chance auf Verbrennen. Bam. 5% Chance auf Vergiften. Oh nein, jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Oh, heute geht alles schief, alles schief. So, da bin ich wieder. Ein Paket. Ein Paket. Ein Paket. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Oh. 5% verbrennen, 5% Vergiften und 5% Angriffskraft. Das ist doch gut. Hoffe ich. Glaube ich. Und jetzt? Neue Kleidung, neues Gewand, neue Stiefel, neue Hosen und neue Handschuhe. Stylo Milo, das sieht so seidig, dünn und geschmeidig aus. Und dann hat's auch noch so einen guten Rüstungswert. Man mag es ja kaum glauben, ne? So, ich glaube, ich habe hier wirklich nur kleine Runen aktuell. Habe ich da drin bessere Runen eigentlich? Nee, ich habe hier auch nur... Nee, hier habe ich theoretisch große drin. Und normale. Ich glaube, dann entferne ich die Runen mal schnell aus den Rüstungen und verkaufe die auch noch. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ja, ich möchte gerne bitte was kaufen, handeln und so. Es geht um eine Hexerrüstung. Aber nichts herstellen und auch nichts reparieren. Ich möchte bitte Verbesserung entfernen. Und zwar hier. Mann, das ist aber teuer. Das müssen wir uns aber gut überlegen. Mache ich nur mit den Großen. Die anderen werden mitverkauft jetzt einfach. Verkaufen, verkaufen. Oh, das ist auch was wert. Da lohnt es sich. Na, die Hose ist nichts wert. Und die Handschuhe auch nicht. Aber passt schon. Wie viel sind denn die wert? Ja,
die verkaufe ich. Die ganzen kleinen Zeichen. Ich meine, die könnte ich bei irgendeinem Handwerker, ähnlich wie ich es gerade gemacht habe, ne, fusionieren bestimmt. Aber die verkaufe ich jetzt. Da können wir uns nämlich ganz schön Kohle wieder zurückholen. Vielleicht sollte ich auch hier ein paar verkaufen. Ja, ja, wunderbar. Ne, ich behalte halt irgendwie 2 von jeder Sorte oder so. Reicht. Achso. Und hier mache ich das auch noch. Was ist das denn eigentlich? Handkäse, Runenstein. Hä? Was? Naja, keine Ahnung. Oh, ich würde dem Händler gern so viel mehr verkaufen. Der Händler ist so reich. Endlich wäre er mal ein reicher Händler. Ah, wenn ich nur mehr gelootet hätte. Aber ich konnte nichts mehr tragen, weil ich so voll war. Es ist einfach gemein manchmal. Aber ja, gut. Wir sind jetzt eh. Ich meine, ne, dafür, dass wir so viel gecraftet und hergestellt und gewurstelt haben, sind wir eh wieder ziemlich reich. Ich glaube, wir sind ungefähr mit genauso viel Geld reingegangen. Leb wohl. Leb wohl. So, jetzt packen wir noch Runen in unsere Klamotten. Und zwar die großen Zeichen hier auf jeden Fall. Die ich nicht mehr finde. Habe ich die gerade verkauft? Eigentlich nicht. Aber ist egal. Es ist ja eigentlich allein vom Schwierigkeitsgrad her des Spiels aktuell, weil wir einfach echt mächtig sind, ist es halt wirklich ziemlich egal. Ich baue jetzt einfach alle Runen ein, die wir hier haben. Ups. Eher die großen, weniger die kleinen. Und jetzt noch... Keine Ahnung, hier. Zack. Okay, das kommt mir ganz gut vor. Ich glaube, so machen wir das. Na dann. Stylomilo Geralt. Ach so, ja, wartet mal. Jetzt meditieren wir mal kurz hier noch. Meditation! Und damit wirklich 24 Stunden sind, noch schnell eine Stunde und schau mal, ob unsere Rüstung schon fertig ist. Weil die können wir auch gleich noch verkaufen. Geralt, schön dich zu sehen. Was... Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fast fertig, aber etwas Zeit braucht... Na gut, alles klar. Dann meditieren wir halt nochmal einen Tag. Ah! Geralt, schön dich zu sehen. Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Okay. Oh, die sieht aber auch fancy aus. Ist leider nicht so gut. Hexenjägerrüstung. Ah, das ist ja wirklich so eine Flammenkirchenanhänger-Hexenjägerrüstung. Ist mir ziemlich unsympathisch. Schon allein deswegen will ich die nicht anziehen.
wäre, glaube ich, eigentlich eine ziemlich gute Rüstung, wenn wir jetzt nicht unsere Super-Rüstung, unsere super-Ophirische Rüstung hätten. Aber so verkaufe ich die jetzt. Ja, wenn ich ne, es tut mir immer ein bisschen leid, wenn ich so Artefakte verkaufe. Geralt, schön dich zu sehen. Aber für das Let's Play habe ich halt irgendwann mal beschlossen, dass ich einfach alles verkaufe. Und deswegen ist es egal mir jetzt. Wenn man mal anfängt, dann kann man alles verkaufen. 100 nur? 107 nur? Ja, von mir aus. Was schulde ich dir? Nix, nix ist ein Geschenk. Und was kriege ich, wenn ich sie dir überlasse? Steht wohl. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber eigentlich ist das eine ziemliche Scheißerrüstung. Behalt sie. Gib mir lieber Geld. So. So ungefähr war das gerade. Schneller. So, Leute, wir machen jetzt Schluss für heute. Jetzt aber wirklich, die Zeit verfliegt hier. Aber jetzt machen wir Schluss. Gespeichert haben wir auch. Ich hoffe jetzt, die Folge hat richtig aufgenommen, sonst ärgere ich mich aber. Und beim nächsten Mal... Ah ja, die Trophäe des Erzgreifen bringen wir auch noch schnell wohin. Aber dann schauen wir, dann machen wir jetzt die letzten Heart of Stone Quests. Noch zwei sind es noch. Und dann geht's aber wirklich auf zu Blood and Broccoli. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.